Ja, Saft und Ehre, meine lieben Freunde. Wir sind wieder zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Und diesmal habe ich mir mal wieder den Marvin rangeholt. Hallo. Hallo. Ja, mit dem neuen Rechner funktioniert das mal ohne Lags mit TeamViewer und Sehr so. erfreulich. Ja. Kann halt sein, dass es hin und wieder mal vielleicht ruckelt, aber die Testaufnahmen waren zufriedenstellend. So sieht's aus. Glücklicherweise. Und ich höre mich nicht mehr doppelt. Ich Ja. bin. Also, ich glaube, besser kann's nicht sein. Ja, richtig. So, ja, beim letzten Mal haben wir den Außenring geklärt von Orks und Hunden. Was sehr mühsam war. Ah ja, Und ja, wer kennt's nicht? dieses Mal heißt es weiter clearen. Wir nehmen uns mal die Ork-Ramme vor. Das wird ein Fest. Das wird wirklich ein Fest. Ja, und ich werde mich mal kurz noch voll heilen. Weil in der Ja, Testaufnahme die habe ich schönen gerade gesehen, dass da. Kleintränke. Ja, die Kleintränke. In der Testaufnahme gerade habe ich gesehen, dass da hinten nämlich ein Schattenläufer und Orks waren. Schattenläufer. Ja. Kriegt man die Quest bei Buster eigentlich nur als Drachenjäger bzw. Söldner Ich habe die oder auch Quest als bei ihm noch. Paladin? Ich weiß es nicht. Ich habe die Quest bei ihm jedenfalls noch nicht gekriegt. Ja, wegen den Schattenläufer hören. Weil es gibt tatsächlich einen Bug, dass man, oh Gottes Willen, da kommt ein bisschen was, Ja. dass man ihn umklatschen kann und die Hörner wieder nimmt und wieder die Erfahrung und das Gold dafür bekommt. Wäre natürlich nice. Ich glaube, die killen da gerade den Schattenläufer. Ich wusste gar nicht, dass die gegeneinander aggro sind. Das wusste ich auch Oh nicht. shit. Oh. Blödes Timing, würde ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Das reine Ich in Intuition. meiner Ja, jetzt. Topform, deswegen versuche ich das gar nicht erst. Wo rennt denn der eigentlich hin? Der hat wahrscheinlich noch einen Schattenläufer gefunden. Ja, am anderen Ende der Karte. Ich bin nicht in meiner Das Topform, wird zu dem Spiel deswegen. passen. Ja, lol. Was? 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 Da rennt die Ork-Ramme hoch. Was? Was? Das hatte ich ja noch Der ist nie. gleich tot. Das ist jetzt wirklich neu. Man wird immer wieder von diesem Spiel überrascht, muss ich sagen. Ja. Was zum. Das fängt ja gut an. Wenn das so weitergeht. Ja. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Eigentlich bleiben die ja immer ab hier stehen. Ist ja auch Ja, extra so das. programmiert. Ja, und das nutzt man immer aus. Ja. Also. So, immer der dicke Ja, Hals direkt nochmal. einfach mal wieder voll. Ja, mega Der lohnt nice. sich. Finde ich jetzt schade, dass ich die EP durch den Schattenläufer nicht gekriegt habe. Wie viel geben die? 300? Ich glaube 350, oder? Nee, ich meine, dass sie hier nicht mehr so viel gaben. Im ersten gaben sie 400. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier mittlerweile nicht mehr so viel. Sind nur zwei, ne? Man merkt, in Topform. Ja, aber ich glaube, dass irgendwo rechts oder so noch ein Ork Elite steht. Die machen da Das hinten noch einen priorisiere ich denn jetzt Schattenläufer schon wieder? platt. Die machen die ganzen Schattenläufer platt. Das ist voll scheiße. Ich habe gerade ein paar Ruckler, weil ich glaube, ich gerade ein paar viele Sachen sind. Das werde ich ein Naja, bisschen das ganz. sieht nach 5 Orks aus und 3 Wagen. Wagen, verstehst du? Wegen dem Auto. Das sind bestimmt Volkswagen. Wenigstens machst du den Witz schlimmer als ich. Das ist in Ordnung. Ich fress so viel Palaklava. unnötigen Schaden. Du hältst aber viel mehr aus. Ja. Der schlägt noch mal, oder? Ne. Ja, mit den ganzen Steintafeln, die da halt absnackst, kannst du auch mal ein paar Treffer mehr einstecken. Ich wiederhole ein paar. Auch wenn das echt schlecht gerade war von mir. Och, Popolapop. Ich sehe gerade. Andere wären gestorben. Ja, ich sehe gerade. Im Menü habe ich tatsächlich Frame-Einbrüche. Wenn ich das Menü wegmache, sind die weg. Ich habe die nur im Menü. Okay. Ja, ist ja Das ist ja egal. komisch. Das Menü ist nicht wichtig. Aber ich habe doch Ja gut, ich Hunger. meine, dann nimmst du eh noch Heiltränke. Ich hasse es, wenn der Safe. Genau, wir machen. Ja. Ich wollte jetzt sagen, wir machen einen Gothic Let's Eat. Ja.
Da wäre man lang dran. Das habe ich tatsächlich selber vergessen, was ich sagen wollte. Was steht denn? Ach, das ist ein Keiler. Ach, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist total dämlich. Ah, sorry. Passt schon. Ich hoffe echt, dass die Testaufnahmen uns gerade nicht einfach getäuscht haben und jetzt einfach wieder alles anfängt zu laggen und so. Ja, das wäre wirklich suboptimal. Ja, das wäre hart assi vom Spiel. Das stimmt. Oh shit, hinter mir sind Sachen. Da kommt was. Einfach rein, Burler, die Cloud bockt schon. What the fuck? Also Rip-Ohren, würde ich mal sagen. Ja, es geht gerade tatsächlich. Ja, bei mir ist es annehmbar. Ich hinterlasse Leichen, was ist denn da los? Alles klar. Das Links-Rechts-Laufen bringt einfach so viel. Ich bin so oft Viechern ausgewichen. Stimmt. Ja, ich erinnere mich gerade an den Ork-Friedhof. Der wird hier neu errichtet aus dem ersten Teil. Ja. Er hat sich nicht mitgedreht. So. Es ist echt schade, dass die Schattenläufer geplättet haben. Das Fell hätte ich gern mitgenommen. Kannst du die jetzt nicht im Nachhinein noch looten? Ich weiß nicht, wo die sind. Wahrscheinlich sind die despawned. Ja, das denke ich mir gerade auch. Ich weiß, dass man das in der Indie tatsächlich umstellen kann, dass die Gegner so lange liegen bleiben, bis du sie ausgelootet hast. Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Uff, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das bei Gegnern, zum Beispiel bei dem Steinwächter in Jagen da so ist, dass der erst despawnt, wenn der Schlüssel von dem für die Truhe, also wenn du die aus dem Inventar genommen hast. Ja. Also, könnt sterben, würde es ja nur dafür sprechen. Nein, nein, ich bin guter Dinge, dass du das packst. Guck, sag ich doch. Hin und wieder merke ich, dass die Frames mal ein bisschen runter droppen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Und ich meine, selbst bei der letzten Aufnahme, die Leute haben, die das geguckt haben, sich überhaupt nicht darüber beschwert. Deswegen. Ja, wenn du willst, kannst du nochmal nachgucken. Also, ich weiß jetzt nicht. Ach. Nicht, dass es jetzt zu sehr ruckelt. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Der bereue ist, dass ich das gesagt habe. Nee, Quatsch. Aber, das nimmt man mir nicht böse und da bin ich froh drüber, weil ich bin immer so ein pingeliger Sack, wenn es um sowas geht. Na gut, bei den eigenen Aufnahmen kann ich das sehr gut verstehen. Ja. Ich würde es auch niemanden übel nehmen, aber das Ding ist so, ich will dann die Perfektion und ich weiß selber, dass das nicht geht. Ja, das ist meistens so. Gerade auch was qualitätstechnisch alles so angeht. Das interessiert auch einfach gar keiner, dass ich irgendwie finde, dass die Qualität irgendwie flöten gegangen ist, aber keine Ahnung, das juckt irgendwie einfach keinen. Aber mich selber. Oh shit. Aber mich selber. Oh. Ich find's selber halt echt hart. Okay, jetzt muss ich abhauen. Du blockierst mich, du Arsch. Ja, erzähl weiter. Ich wollte einfach nur sagen, der eine Snapper ist da so gerade die ganze Zeit hoch und runter gebackt. Ja. Au, der Drachensnapper tut weh. Ja. Ich weiß. Ist auch ein Drachensnapper. Ach ja. Ist tatsächlich stärker als manche Drachen. Finde ich sehr ironisch. Es gibt so 400 Erfahrungen, ist stärker als die meisten starken Gegner im Spiel. Ja. Fast wie Keiler. Keiler sind aber auch. Also Keiler sind wirklich geil. Ja. Keiler sind echt stark. Total übertrieben. Den hau ich jetzt weg. So. Umböllern. Wenn die kleine Lauer mal böllern wird, jetzt. Sehr schön. Ich hab mich gerade so gefragt, hä, wo sind die anderen Snapper? Und dabei sind die da oben. Ich dachte, die hätten sich woanders abgestellt. Abgestellt? Ich stell dich hier mal ab. Ja. Ja, jetzt habe ich mal wieder ein paar Frame-Brüche. Ja, das nimmt man mir nicht übel, habe ich mittlerweile gelernt, deswegen ist mir das gerade ein bisschen egal. Achtung, ich muss meine Maus kurz bewegen, sonst habe ich schwarzes Bild. Okay. Na, perfekt. Ja, bin wieder da. Ich wollte mir nur mal kurz die Blätter angucken, deswegen. Ja, das war eigentlich von mir gewollt, das war eine künstlerische Pause. Ja. Künstlerische Pause. Interessant.
Och, verdammt, ich habe die falsche Taste getroffen, egal. Jawohl, erstmal ein Safe übersprungen. Ja, das kann ich gleich optimieren. Ich will nicht so nah an dem anderen noch kämpfen. Macht Sinn. Den kann man nicht dodgen, ne? Also mit rechts, links laufen. Das geht leider treffen nicht. Einen trotzdem. Komisch. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich denke mal, dass es an den Dornen liegt, die irgendwie überall rauswachsen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es unnötig ist. Ja. Wenn man die Gegner damit noch stärker macht, als sie ohnehin schon sind. Ja. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man normale Snapper damit auch dodgen kann. Ich meine ja. Gut, das. Ja, aber da braucht man auch schon echt viel Glück, sag ich mal. Das muss schon ein perfektes Timing sein. Oh, in dem Moment fängt es an zu ruckeln ein bisschen. Aber jetzt geht's wieder. Ist ja wahrscheinlich immer, wenn die Klaue prockt. Ja. Ich hoffe, da steht nicht noch einer um die Ecke. Gut. Da ist ein Ork-Elite. Sind auch ganz schön ekelhaft. Ja. Jetzt habe ich nicht gesehen, wann er angreift. Die Kamera wieder runtergegangen ist. Ist die offen? Ich weiß nicht. Ich meine, die Kamera geht ja manchmal, wenn du ins Menü gehst, ja automatisch wieder nach unten. Ach so, ja, okay. Ah, die Heilrune ist einfach so göttlich. Welches Level bist du? Ich bin 37. Uff, okay. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das hoch ist oder nicht für den Zeitpunkt, weil ich tatsächlich das letzte Mal, als ich Gothic gespielt habe, einfach nur durchgerotzt habe. 37. Ich meine, du hast noch Corinus noch nicht geklärt. Jakendak steht noch an. Und noch relativ viele Minental. Also bis 50 kommst du bestimmt noch. Ja. Von daher, ja, 50 bis 60 ist ein gutes Level für. Beenden. Fürs Ende, sag ich mal. Ach du Scheiße. Stehen irgendwie 4-5 Dinger rum. Erinnert mich an den Berg, da wo der im ersten Teil der Troll war. Ja. Oh, guck mal, der hat die Sachen da gewittert. Jetzt weiß ich auch, wie Forscher das immer machen, wenn sie irgendwelche Dokus drehen und die Tiere von nahen filmen. Die locken die einfach irgendwo hin und bleiben dann stehen. Ja, die tun es, als wenn sie nicht da wären. Ja, das ist der Trick an der Sache. Vorhin der Ork mit der Ork-Ramme, jetzt dieser Snapper hier. Ja, das ist Premium-Aufnahme. Ja. Das sind so viele da hinten. Ich glaube, ich habe da hinten hinter dem Gebüsch noch einen gesehen. Ach du Scheiße, das wären ja 5 Stück. Na schade, der macht's nicht. Ich wollte es auch gerade sagen, vielleicht haben wir ja wieder Glück. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, steht hinter dem Snapper noch einer. Ah, ne, da habe ich mich verguckt. Oh gut, ich meine. Oh, scheiße. Ob jetzt 4 oder 5. Jetzt kommen sie beide. Ich will ja nichts sagen, aber das traue ich mich eigentlich nicht so richtig. Das kann ich durchaus verstehen. Vielleicht fressen sie ja den Ork. Ja, das hoffe ich gerade. Aber irgendwie... Ja, der eine. Und der andere auch. Toll. Immer gerade die Tränke hier, da lohnt es sich nicht, jetzt ein Halsbild für zu verschwenden. Das stimmt. Ich meine, ich probiere es, ne? Weil ich meine, Versuch macht klug. So sieht's aus. Ah, guter Anfang. Jetzt hängt er sich da so ein bisschen auf. Wo ist der andere hin? Oh shit. Zimmern halt trotzdem hart rein. Der eine hat mich umrundet, das war doof. Es sah aber sehr lustig aus, wie du schlägst und genau in dem Moment stirbst. Ja. Ich weiß, es könnte funktionieren. Probier's einfach. Nochmal. Oh, okay. Ich hab grad kurz Schiss gehabt. Ja, auch gerade so für einen kurzen Moment. Okay. Oh, das war gut. Oh, das war stark. Die Klaue dachte sich so, ja, jetzt ist Ende. Ja. Wenn die Klaue richtig mitspielt, finde ich echt, ist es immer noch mit einer der unteren stärksten Waffen. Das stimmt.
Kannst du doch eben einfach. Ich meine, wenn du sie dreimal hintereinander prockst, ja. So viel Schaden kann keine andere Waffe im Vergleich zu der Klaue machen. Ja. Ich meine, es sind 100 Bonusschaden plus den Schaden, den du trotzdem noch machst. Und ich habe herausgefunden, das habe ich auch im Internet gelesen, der Bonusschaden kann critten. Das heißt, du machst keine 100, sondern 200 Schaden. Ernsthaft? Ja. Und das wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich wusste es auch nicht. Aber das ist übel, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dazu gering ist. Okay, aber die skaliert jetzt nicht mit dem Crit, den du auf für Zweihänder oder so hast. Nee. Okay. Das ist so das Ding, wenn das Ding crittet, also dein Schlag, den du machst, und das Ding, das ist halt so übel. Ja gut, es überlebt ja kaum was. Ach komm, ich scheiße jetzt darauf, die Dinger auszulooten, das bringt mir ja eh nix. Ich weiß noch nicht mal, ich glaube, was Troppenlurker? Reptilienhaut? Reptilienhaut und die Klauen. Ah, okay. Ja, es gibt einen schönen. Dass ich die Blutfliegen nicht one-hitte! Erzähl! Ich wollte nur sagen, dass es einen Patch gibt, wo man Reptilienhaut tatsächlich bei Bossbar abgeben kann. Und dass man dafür Geld bekommt, weil im Vanilla-Game ist es so, du hast 17 Millionen Reptilien heute und kannst damit nichts machen. Ja, das stimmt. Ich fände es aber auch cool, wenn man bei Bossbar auch Krallen und so einen Kram abgeben könnte. Oder wenn es Händler gibt, die halt extra sowas halt, die dir dafür mehr geben als die normalen. Ja, gut, das stimmt wirklich. Weil ich meine, so eine Kralle, wie viel bringt das? 3, 4 Gold? Ja. Ich meine, man muss natürlich bedenken, man killt schon viele Viecher. Das läppert sich. Ja. Aber ja, manchmal ist das doch ziemlich. Ich dachte, ich hätte gerade einen Feldknöterich gesehen. Feldknöterich für irgendwelche Tränke, ne? Ja, ganz Feldknöterich was so für normale Tränke, hoppla. Und Kronstöckel für die Permanenten. Ja. So hatte ich das auch in Erinnerung. Ich habe übrigens mittlerweile aufgehört, so jeden Scheiß einzusammeln. Manchmal mache ich das noch so. Jetzt gehe ich zur Orkramme. Gut, die Orkramme. Ja, das wird lustig. Ja, ich weiß auch, dass man da ohne Cheat rüber kann. Ja. Ich weiß nur nicht genau, an welcher Stelle. Ich meine, irgendwo auf dem Weg zum Sumpflager. Ehemalig ja. Sumpflager. Der macht... Der hat ein modernes Laufband. Tatsächlich mochte ich die Stelle hier nie, wenn ich von hier rangehe, weil die dann alle da unten schwimmen und Orks... gerne mal einfach so ertrinken. Das stimmt. Man kann auch, glaube ich, weiter links auch über eine Brücke gehen. Wie ist der denn da hochgekommen? Was zur... Hä? Wo kommt denn der her? Der ist einmal rumgelaufen. Ich glaube auch. Da steht auch noch ein Ork-Elite. Also wenn du weiterläufst. Ja, ganz hinten am Rand, ne? Ich gehe da von da aus ran. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ich glaube auch. Hab ich die Brücke? Nö. Nein. Erstmal den Ork-Elite, während er schwimmt, so wie die Lurker damals. Ja. Und meine Animation wird zurückgesetzt und der hat die ganze Zeit die Waffe gezogen. Ich hab's gehört, ich dachte... ich hatte gerade Standbild, aber ich habe die ganze Zeit das Waffenziehgeräusch gehört. Dachte mir so, alles klar. Ja. Das wäre geil, wenn er in Gothic 1 und 2 schon mit zwei Einhandwaffen kämpfen könntest. Gut, das wäre natürlich auch total OP, aber ja, wäre cool. Orkfriedhof. Laufe ich echt bescheuert, aber das Ding ist funktioniert trotzdem einfach. Was zum... Wow. Ich glaube, sie hat gekrittet. Ja. Ich kann ja einfach mal eben kurz googeln, ob die Klaue Belia kritten kann. Also ich meine, ich glaube dir das ja schon. Ich habe es halt gelesen, also ob es jetzt wirklich halt stimmt, ist halt immer so die Sache, ne? Weil ich meine, im Internet steht halt auch viel Scheiße. Oh ja, definitiv. Gucken wir mal kurz nach. Inquisitor war eine Einhandwaffe, ne? Ja. Ich muss meine Maus kurz bewegen. Ja. Wir wollten uns einfach mal den Himmel angucken.
Oh, ich habe viel Schaden gefressen, sehe ich gerade, und ich kann mich mal wieder nicht mit Dingen heilen.